So, meine lieben Freunde, es geht weiter mit unserer Quest vom letzten Mal. Und wir sind schon wieder hier im Gefecht. So. Musste der Kritter mal eben ganz kurz dran glauben. wo ist denn unser Kollege hier? Warte mal. Da vorne. Wie ist er noch? Zarek? Ich glaube Zarek, oder? Wollen wir mal gucken? Oh, hier. Lecker Wein. Lagerfeuer, können wir ein bisschen Fleisch braten. Anzahl 38, jo. Geflügelfleisch zubereiten. 9. Setzerbrot machen wir auch. Machen wir gleich alles fertig. So, perfekt. So, dann gehen wir wieder zurück zu Zarek und machen mit unserer aktuellen Aufgabe weiter. Weiter geht's. Warum locken bestimmte Gegenden nur immer große Bestien an? Ist das wichtig? Für mich schon. Du hingegen betrachtest Gefahren ja als Einladung, anstatt einen Bogen um sie zu machen. Das sieht ja cool aus hier. Gefällt mir. Solche Anlagen sind oft Verbindungsstraßen für primitive Fortbewegungsmittel gewesen. Glücklicherweise haben wir Alps die archaischen Gerätschaften der Menschen nicht nötig. Ja, das hoffe ich doch. Dir ist schon klar, dass wir zu Fuß unterwegs sind? Ein Gleiter wäre mir auch lieber, aber die Umstände lassen es nicht zu. Achtung, da kommt jemand. Los, auf Position. Wer kommt denn da? Was macht ihr hier? Kümmer du dich darum. Meine Expertise mit Menschen ist begrenzt. Ach ja, jetzt darf ich auf einmal. Veronika, Veronika, sei gegrüßt, meine Liebe. Ich habe euch was gefragt. Wer seid ihr und wo kommt ihr her? Aus Schlumpfhausen, bitte sehr. Wir wollen zu den Klerikern. Wir wollen zu den Klerikern. Ach, wirklich? Ja. Ein Mensch und ein Alp. So ein Gespann sieht man nicht alle Tage. Bast wird sich freuen, euch kennenzulernen. Bast, wer ist das? Bast, wer ist das? Unser Anführer. Und ihr habt Glück, er ist gerade erst zurückgekehrt. Aha. Wir sind eine kleine Gruppe von reisenden Händlern. Das hier ist seit kurzem unser Unterschlupf. Normalerweise wickeln wir unsere Geschäfte draußen ab, aber wenn wir schon mal Gäste haben, könnt ihr auch vor Ort eure Ausrüstung aufstocken. Keine Sorge. Wir haben keine Vorurteile. Nicht einmal gegenüber Alps. Im Gegenteil. Sag deinem Begleiter das und folgt mir dann. Okay. Können wir ihr trauen? Wir werden es gleich erfahren. Wir werden es gleich erfahren. Gut. Ich halte mich im Hintergrund. Du gehst voran. Alles klar. Wo bleibt ihr denn? Ja, wir kommen doch schon. Ihr seid die ersten Gäste, die bei uns aufschlagen. Ist noch alles ein bisschen unordentlich, aber scheiß drauf. Ich trau euch trotzdem nicht. Wo kommt ihr her? Die meisten von uns gehörten mal Baxters Truppe an. Nur seit er auf seriös macht und Bürgermeister spielt, haben wir die Segel gestrichen. Sein Schrottplatz im Krater spiegelt nicht mehr unsere Idee von Freiheit wider. Deswegen sind wir hier. Wer hat euch von diesem Ort erzählt? War auf ein Papierfetzen der alten Welt verzeichnet. Hat eine Weile gedauert, bis wir kapiert hatten, was wir da haben. Okay. Aber dann ging es ganz schnell. Sachen packen und Ungeziefer verjagen. Das ist im Grunde auch schon alles. Das Übliche. Ungeziefer verjagen. Kennt man. Willkommen in unserem bescheidenen Heim. Hallöchen. Bas sitzt da hinten. Geht zu ihm. Okay. Sprich mit Bas. Guten Tag, großer Häuptling. Ihr seid ein wenig vom Weg abgekommen, wie mir scheint. Gestatten, Bas, Chef dieser kleinen Herberge verirrter Seelen. Was können wir euch anbieten? Okay. Erzähl mir mehr über euch. Erzähl mir mehr über euch. Ich bin mir sicher, das hat Veronica schon erledigt. Darum fasse ich mich kurz. Okay. Wir sind Ausgestoßene, Flüchtlinge, Vertriebene.
Glücksritter, die hier ihren sicheren Hafen gefunden haben. Und jetzt zurück zu meiner Frage. Was wollt ihr von uns? Ausrüstung, hast du welche? Ausrüstung, hast du welche? Aber ja doch, jede Menge. Nur weiß ich nicht, ob ihr auch zahlen könnt. Was verlangst du? Was verlangst du? Ich mache dir einen Vorschlag. Vergessen wir die Sache mit der Ausrüstung. Die brauchen wir selbst. Dein stummer Freund hat etwas, das ich haben will. Wenn er sich von seiner Rüstung trennt, lasse ich euch weiterziehen. Ich rate euch, dieses großzügige Angebot anzunehmen, denn raus kommt ihr andernfalls nicht mehr. Oh. Zumindest nicht in einem Stück. Oha, oha, oha. Wir sind hier nicht mit euch eingesperrt, sondern ihr mit uns. Wir sind hier nicht mit euch eingesperrt, sondern ihr mit uns. Große Worte, nichts weiter. Willst du es drauf ankommen lassen? Na schön. Ich bin ja kein Idiot. Ich sehe, dass ihr was drauf habt. Aber mein Berufsethos verlangt nun mal, dass ich euch die Taschen umkremple. Und deine sind randvoll mit Splittern. Mach mir ein Angebot und ich lasse euch ziehen. Wenn du dich nicht von ihnen trennen kannst, wird sich zeigen, wer sich sein Grab schaufelt. 500 Splitter. Ei, na hier, komm. Da. Und jetzt pfeif deine Leute zurück. Ein hübsches Sümmchen. Soll mir recht sein. Auch wenn mir die Rüstung lieber gewesen wäre. Ja, die hätte ich auch gern. Aber was soll's. Uns werden noch andere Alps ins Netz gehen. Dann habe ich dein Wort, dass du uns gehen lässt? Ja, dieses eine Mal. Sehe ich aber einen von euch irgendwann wieder, lasse ich euch über den Haufen schießen. Vergiss das nicht, wenn du den Tunnel verlässt. Und jetzt verschwindet! Okay, abgeschlossen. Zareks Rüstung. Der weiß gar nicht, was er an mir hat. Hat ihn das Elixier zufriedengestellt? Sieht so aus. Ich hätte es vorgezogen, ihn und seine Bande zu eliminieren. Wir sind hier fertig. Rücken wir ab. Ja, er hätte sich wenigstens mal bedanken können, ey. Blöd, Mann. Kann ich den nochmal ansprechen? Ich kann gerade nicht. Ja, sehe ich. Na gut, komm, dann gehen wir. Oh, hier, Dusty. Hallo, Dusty. Hast nochmal Glück gehabt. Schade, jetzt geht uns der ganze Spaß flöten. Hm. Aber cool gemacht. Eisenerz. Das nehme ich mit. Das brauchen die nicht. Oh, was war das? Ah, nur eine Bank. Alles klar. Machen wir kurz Licht an. Kann man besser gucken. Ansprechen, Herumtreiber. Ist es wichtig? Ich brauche meinen Schlaf. Okay. Hier entlang. Oh, halt, 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 halt. Guck mal da. Elixitbeutel. Edgy Badge. So hole ich mir meine 500 Splitter wieder. Okay, da liegt auch noch was. Hab ich genau gesehen. Was haben wir hier? Geld. Ein paar Scheine. So. Hacken. Enter Code. Machen wir mal einmal Test nehmen hier. Geht nicht. 4. 5, 2, 3. Das war nichts. Okay. Machen wir es halt so. Vier, fünf. Vier ist. Ah ja.
Okay, da war ja mal gar nichts richtig. 1, 2, 3, 4. Lol, das war richtig. Das habe ich geraten. Krass. Beschädigter Raketenwerfer. Schwarzgebrannter. Dosenfleisch. Hier nix. Ey. So. Ich würde gerne eine Gefälligkeit bei dir einlösen. Das heißt? Ich will, dass du mich auf meiner nächsten Mission begleitest. Wie sieht diese genau aus? Einige Kleriker sind in Caracas auf Erkundungstour. Ich will wissen, wie sie ticken und wie sie über uns Alps denken. Ich will ihre strategischen Pläne studieren und mir ein Bild davon machen, inwieweit ihr Gedankengut uns Alps gefährlich werden könnte. Verstehe. Weißt du denn, wo diese Kleriker gerade sind? Ja, aber nicht für wie lange. Wenn wir sie erwischen wollen, dann müssen wir uns beeilen. Gut, wir machen aber erstmal die mit Zarek zu Ende. Ich kann mich nicht heilen. So. Endlich wieder frische Luft. Ja. Erinnere mich daran, diese Abkürzung vorerst auf Eis zu legen. Werd's mir merken. Die Kleriker sind in Reichweite, aber vorher müssen wir noch etwas klären. Warum hast du für mich Partei ergriffen? Es ging schließlich nicht um deine Rüstung. Ich an deiner Stelle hätte die Bedingungen dieses Banditen ohne zu zögern erfüllt. Wenn das so ist, drehen wir besser um und verhandeln nochmal nach. Aus Prinzip, ich lasse meine Partner nicht im Stich, genau. Aus Prinzip, ich lasse meine Partner nicht im Stich. Nicht einmal mich? Interessant. Konzentrieren wir uns weiter auf unsere Mission. Es ist nicht mehr weit. Gut, los geht's. Oh, was haben wir denn da? Ist das ein Raptor? Wird er uns gefährlich? Ich glaube nicht, oder? Ah, oh doch. Bam! Hau ab, du Lumpenvieh. Und gab sogar eine Trophy. Kämpfer. Okay. Danke sehr. Und noch einer. Bam! Oh, was ist denn das für ein Vieh? Rudelführer. Bäm. Die haben wir zerlegt, würde ich mal so behaupten. Okay, aber der Zarek hat auch ein cooles Schwert. Hätte ich auch gerne. Wir sind am Ziel. Die Basis der Kleriker liegt vor uns. Cool. Hier trennen sich unsere Wege. Na endlich. Abgeschlossen. Wie geht es weiter? Wie geht es weiter? Da die Kleriker mich kaum in ihren Stützpunkt lassen, wirst du diesen Part übernehmen. Hör zu. Ich habe in Skibors Kleriker-Uniform eine ID-Karte gefunden. Zeig sie der Wache am Tor. Als Kontrollinstanz wird sie unter Garantie etwas damit anfangen können. Okay. Je nachdem, wie sie reagiert, passt du dein Verhalten an. Alles klar. Denk daran, unser Ziel ist es herauszufinden, ob Skibor den Anschlag für die Kleriker verübt hat. Ja, verstehe schon. Und was machst du in der Zeit? Ich warte, bis du die Wache am Tor in ein Gespräch verwickelt hast. Dann versuche ich, unbemerkt in ihren Stützpunkt einzudringen.
Solltest du keinen Erfolg haben, gelingt es mir vielleicht. Eine Sache solltest du aber nicht vergessen. Unter keinen Umständen dürfen die Kleriker erfahren, in wessen Auftrag du unterwegs bist. Wirst du enttarnt, könnte das unsere Mission kompromittieren. Und die Spur wird kalt. Okay. Ach, und noch etwas. Dass ihre Kundschafter tot sind, behältst du vorerst für dich. Diesen Trumpf spielst du nur aus, wenn er gebraucht wird. Okay. So, Nyra. Okay, schauen wir uns deine Kleriker mal genauer an. Das passt jetzt. Okay, schauen wir uns deine Kleriker mal genauer an. Gut, also los geht's. Zack. Mission, Brüder und Schwestern. Normalerweise kampieren sie in der Gegend vor uns. Wenn wir unauffällig bleiben, erbauten wir ihre Pläne, die sie sicherlich irgendwo bei sich haben, ohne dass sie es merken. Doch das ist nicht die oberste Direktive in dieser Sache. Warum gerade die Kleriker? Glaubst du wirklich, sie könnten euch Alps gefährlich werden? Das Elex hat uns emotionslos gemacht. Bei unseren Brüdern und Schwestern, den Klerikern, ist das anders. Sie konsumieren kein Elex. Das kann ein großer Vorteil sein, wenn du mich fragst. Ah ja. Das ist doch nicht normal. Geh du vor, ich bin hinter dir. Okay. Mal eben schnell speichern. Mein Kopf! Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Du nennst sie Brüder und Schwestern? Wir Alts haben unseren Ursprung bei den Klerikern. Ich weiß, das wollen viele von uns nicht wahrhaben, doch es ist nun einmal die Wahrheit. Okay. Erstmal Elixit mitnehmen. Strategische Pläne. Ein gut geschulter strategischer Analytiker wird sie auswerten können. Das war's. So. Besser, ich verschwinde. Ja, wir hauen ab. Wollen ja keine Ärger. Verfluchte Male. Oh. Titanbecher, Kaffeebohnen. So, Nyra, hier. Hier hast du die strategischen Pläne der Kleriker. Hier hast du die strategischen Pläne der Kleriker. Danke, das wird mich ein ganz großes Stück nach vorne bringen. Ja, gern geschehen. Gern geschehen. Die Kleriker sind Menschenfreunde und haben eine sehr große Empathie. Ja, das stimmt. Das macht sie empfänglich für viele Dinge, die uns Alps verwehrt bleiben. Ich mag die auch irgendwie. Es hat viel mit Intuition zu tun. Sie lässt viele Handlungen für uns Alps sehr irrational erscheinen. Mhm. Doch aus meiner heutigen Sicht sind sie das nicht. Wir können immer noch von unseren Brüdern und Schwestern lernen. Verstehe. Was wirst du als nächstes tun? Nach der Auswertung der Klerikerpläne schauen wir uns die Morkons näher an. Frag mich später noch einmal, wenn ich soweit bin. Okay. Alles klar. Weiches Toilettenpapier. Sehr schön. Ich speichere mal und gehe da nochmal hin. Vielleicht kann ich ja mit ihnen reden. Oh nein. Die wollen nicht mit uns reden. Alles klar, die sind böse. Böse, böse, böse. Gut, dann machen wir mit der von Zarek weiter, oder? Wissen ist Macht. Beseitigen Unrat, Kopfgeld, Spurensuche bei den Klerikern. So, Karte, wo ist das? Ach du Heiliger. Kann ich den ganzen Weg zurücklaufen oder wie sieht das aus? Ja, sieht tatsächlich so aus. Okay. Obwohl, ich kann hier von der Bastion aus, das geht schon. Braucht man nicht so weit. Oh, da will was. Jax, hör zu. Wir müssen reden. Was ist denn los? Azota, Imotega, Almosa, Insulesta. Was? Bitte nicht jetzt. Wir brauchen dich.
Wie ist die Lage? Mich erreichten gerade Nachrichten über eine Horde Skyaniden-Späher, die sich unserer Bastion nähern. Oh oh. Wir müssen uns sofort darum kümmern, sonst werden wir von ihnen überrannt. Oh oh. Pass auf, da sind sie schon. Oh nein. Nicht gut. Nicht gut. Oh oh. Krass sehen die böse aus. Jetzt haben wir ein Problem. Verdammt. Dorian soll mir endlich helfen, meine Invention in den Griff zu kriegen. Stattdessen reißt du mir ein Bein aus für die sechste Macht. Ja. Bam. Oha, das Vieh ist schon tot? Wie haben die das denn gemacht? Krass. Shit. Ich nehme mir die Kleinen vor. Wow. Nein! Verdammte Axt. Ich würde das gerne nochmal machen. Wo ist denn jetzt der Tjalk hier? Da. Jax, hört. Okay. So, skippen. 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 Und schnell speichern. Und was essen. Ich meine Infektion in den Griff zu kriegen. Ah! Hilfe! Die haben mich eingefriest. Da ist ein Dicker. Erledigt. Oh. Aua. Na ja. Sehr gut. Uiuiui. Sind aber noch mehr hier irgendwo, ne? Ja, da. Kommt, Männers. Wir müssen kämpfen. Kommt her. Ihr Schweinebacken. So, weg ist er. Kommt schon wieder der nächste. Aua. Eieieiei. Au. Nein!
Ah, verdammt. Wie sieht's? Nein, nicht reden. Ich will nicht reden. Nein. Ach Mann, ich will nicht reden. Quatsch dir mich hier an. Holy shit. So, einer weniger. Keine Chance. Keine Chance. Messi liegt da auch faul rum. Wie sieht's aus? Oh Mann, ich will nicht mit dir reden. Ich wäre soweit, einige strategische Pläne der Morkons zu erbeuten. Deren zerstörerisches Potenzial könnte das Depot in Schutt und Asche legen. Das gilt es mit aller Macht zu verhindern. Es gibt weitaus Gewaltigeres, das uns alle bedroht. Die Angriffe der fremden Eindringlinge haben klare Strukturen und ihre Intentionen sind mehr als eindeutig. Doch die Falschheit und Unberechenbarkeit der freien Menschen ist für mich weitaus bedenklicher. Achtung. Die Morkons machen keinen Hehl daraus, dass sie destruktive Fanatiker sind. Das sollen wir alle glauben. Einfach weiter. Doch ich denke, da steckt noch mehr dahinter. Finden wir es heraus. Übrigens, dein Verhalten ist für jemanden wie dich gerade etwas merkwürdig. Findest du nicht? Ja, ich weiß. Ich sollte dringend etwas gegen meine Aussetzer unternehmen. Ich kümmere mich darum, sobald ich die Zeit dazu finde. So, weiterkämpfen. Quatscht die mich während des Kampfes an, ey. Das macht ja mal überhaupt gar keinen Sinn. Oh. Die machen richtig Aua. Mit ihrer komischen Sense. Hau ab, Mann. So, einer weniger. Komm her, ja. Kackvieh. Yes. Einer fehlt noch. Das ist er hier. Boom. So, jetzt noch die Geschützbestien. So, die waren da hinten irgendwo, ne? Mal eben schnell speichern für den Fall der Fälle. Ja, dunkles Elix mitnehmen. Zack. Oh, da ist noch einer. Wo kommt der denn her? Alle geben richtig gute Erfahrungspunkte. Alten Schweinebacken. So, den machen wir jetzt noch weg hier und dann ist Ruhe. Yes. Die Bastion in Gefahr. Aber wir haben es geschafft. Sehr gut.
Nesti ist bewusstlos. Er chillt hier rum. Nee, reden wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Sachen hier aufheben. So. Commander, unsere Kenntnisse über die Technologie der Eindringlinge sind unzureichend. Ah ja. Ja, ich weiß, wir müssen mehr über die Fremden in Erfahrung bringen. Wie weit entwickelt sind sie wirklich? Wir brauchen mehr Informationen über ihre Vorgehensweise und ihre Art zu denken. Ja. Ihre Technologie wird uns dabei helfen, sie besser einschätzen zu können. Okay. Technik der Eindringlinge in der näheren Umgebung der Bastion im Einsatz. Empfehle umfassende Scans. Ah, du hast dich also schon umgesehen. Sehr gut. Sofortiger Aufbruch möglich, sobald der Commander den Befehl erteilt. Ja, gute Frage. Gut, schauen wir uns die geortete Technologie der Sky Ends an. Das machen wir noch nicht. Wir warten ja erstmal. So, und ich möchte hier auch noch das ganze Gedöns einsammeln. Okay, Nesti ist immer noch bewusstlos. Plündern. So. Aska, okay. Aber wo ist Tjalk denn hin? Macht er auch gerade Pause oder? Und vor allem, wo ist Kaya? Hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Komisch. So, ich glaube, wir haben alles. Das war knapp. So fühlt sich das also an, wenn man den Boden unter den Füßen verliert. Yo. Ah, du hast ja keine Ahnung. Vom eigenen Volk verraten und ausgestoßen zu werden. Das bedeutet, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ja, wieder eine Rückblende jetzt. Ja, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das ist nicht lange her. Tschu-tschu. So fing Elix 1 an. War sicher keine leichte Zeit für dich. Nein, nicht wirklich. Glaube ich gerne. Doch im eigenen Zuhause vom Feind angegriffen zu werden, ist auch keine Kleinigkeit. Ja, das stimmt. Gut, dass diese Biester nichts mehr an ihre Herrchen weitergeben können, sonst hätten wir bald eine Garnison der Skyans hier bei uns. Mhm. Was lässt dich glauben, dass sie das nicht könnten? Nun ja, sie sind alle erledigt. Ich traue diesen Viechern mittlerweile eine ganze Menge zu. Warum nicht auch so etwas wie Telepathie? Mach keinen Scheiß, Mann. Dann hoffen wir besser, dass du Unrecht behältst. Was kann ich noch tun, um unsere Situation zu verbessern? Du hast in jedem Fall erst einmal genug Waffengefährten rekrutiert, dass es eigentlich für den Moment reichen müsste. Ja. Interessante Truppe ist das. In der Tat. Fox fehlt noch. Was steht als nächstes an? Lass mich erst noch einmal eine Bestandsaufnahme machen. Dann sehe ich besser, wo wir gerade stehen. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich wieder deine Hilfe brauche. Vielen Dank. Okay, cool. Wir werden unsere Bemühungen verdoppeln. So etwas darf nicht noch einmal passieren. Ja, hat er recht. Okay, wir waren wieder erfolgreich. Ich bin zufrieden. Und ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal wieder ein kleines Päuschen und sehen uns dann demnächst wieder. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö.